Hi, ich bin Anton vom YouTube-Kanal Technik Monk und heute möchte ich euch die Bose QuietComfort Ultra vorstellen. Und wie der Name Ultra schon vermuten lässt, hat Bose diesen Kopfhörern so ziemlich jedes Feature spendiert, was man sich so vorstellen kann. Ich habe mir die Kopfhörer mal etwas genauer angeschaut und wie sie in meinem Test abgeschnitten haben, erfahrt ihr in diesem Video. Also viel Spaß! Bevor das Video losgeht, geht ein großes Dankeschön an Bose raus, die mir diese Kopfhörer hier für diesen Test zur Verfügung gestellt haben. Öffnet man die schlichte Verpackung der Bose QuietComfort Ultra, kommt direkt das sehr edle Transport-Etui zum Vorschein, was eure Kopfhörer vor Kratzern und Schmutz schützt. Öffnet man das Etui, so befinden sich neben den Kopfhörern selbst ein 2,5 mm auf 3,5 mm Klinkenkabel sowie ein USB-C-Kabel zum Aufladen eurer Kopfhörer. Ich glaube, ich hatte selten Kopfhörer in den Händen, die sich so gut angefühlt haben. Der Bügel besteht aus hochwertigem Kunststoff, auf der Innenseite aus einem weichen Kunstleder, was sich sehr angenehm an den Kopf anschmiegt. Und das egal, wie lange ihr die Kopfhörer tragt, sie wären nie unangenehm. Die Hörmuscheln sind ebenfalls mit einem noch weicheren Kunstleder bepolstert und liegen sehr angenehm auf den Ohren. Weder drückten sie nach längerem Tragen, noch wurde es unangenehm warm. An den Ohrmuscheln befindet sich dann der 2,5 mm Klinkenanschluss sowie die Multifunktionstaste und die Bluetooth-Taste. Einen An- und Ausschalter gibt es nicht direkt, die Kopfhörer schalten sich nämlich automatisch in den Ruhezustand, wenn ihr sie ablegt. Wenn ihr sie dann doch manuell an- und ausschalten wollt, gibt es dafür die Möglichkeit, länger die Bluetooth-Taste zu drücken. Über die Multifunktionstaste könnt ihr über ein einfaches und ein doppeltes Klicken die Musik steuern. Wenn ihr die Taste länger haltet, dann könnt ihr zwischen den Immersive Audio Modi wechseln. Was das genau ist, das klären wir gleich. Jetzt müssen wir noch auf die letzte Bedienung Möglichkeit der Kopfhörer zu sprechen kommen, und zwar handelt es sich dabei um einen Lautstärkestreifen, und wie der Name schon sagt, könnt ihr darüber über ein Swipen die Lautstärke steuern. Außerdem könnt ihr über ein längeres Halten verschiedene Funktionen in der App belegen. Was die App sonst noch alles auf dem Kasten hat, das klären wir jetzt. Über die Bose Music App lassen sich alle Funktionen der Kopfhörer frei anpassen. Eine Funktion habe ich ja gerade schon angesprochen, und zwar ist es Immersive Audio, und es lässt sich ziemlich schwer in Worte fassen, was da genau passiert. Der Klang wird einfach viel räumlicher und man fühlt sich wirklich mitten ins Geschehen versetzt. Zudem funktioniert Immersive Audio wie ein dynamischer Equalizer, der den Klang immer an jede Lautstärke perfekt anpasst. Ihr könnt zwischen zwei Immersive Audio Modi wechseln. Beim unbewegten Modus bleibt die Audioquelle fest an einem Ort. Das heißt, wenn ihr euren Kopf bewegt, dann wirkt es fast so, als hättet ihr gar keine Kopfhörer auf und der Klang kommt direkt aus eurem Smartphone. Beim bewegten Modus bewegt sich der Klang mit euch mit, was dann sinnvoll ist, wenn ihr euch selber bewegt, also zum Beispiel draußen unterwegs seid. Ansonsten bieten die QuietComfort Ultra selbstverständlich aktive Geräuschunterdrückung, die so ziemlich an jedes Szenario angepasst werden kann und auf der höchsten Stufe so gut wie gar keine Geräusche mehr von außen durchlässt. Im voreingestellten Modus wahrnehmbar sind Umweltgeräusche sowie die Musik gleichzeitig zu hören. Das heißt, Active Noise Cancelling wird ausgeschaltet, jedoch sorgt die Funktion Active Sense dafür, dass ihr dennoch vor lauten Umweltgeräuschen geschützt seid. Jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, dass ihr über ein längeres Halten der Lautstärkenleiste eine beliebige Funktion belegen könnt. Ich habe hier Spotify Tap draufgelegt, so kann ich, ohne mein Smartphone rauszuholen, jederzeit Spotify starten. Jetzt haben wir schon viel über die Funktion der Kopfhörer gesprochen, was jetzt aber noch fehlt und für die meisten wahrscheinlich das Wichtigste ist auf jeden Fall der Klang, und darüber sprechen wir jetzt. Und was soll ich sagen, ich habe mit dem Bose QuietComfort Ultra sehr, sehr gerne Musik gehört. Man taucht jedes Mal völlig in eine andere Welt ein und kann sich komplett auf die Musik konzentrieren. Bässe sind kraftvoll, die Höhen sind klar und in keinem Moment irgendwie klirrend, und die Mitten kommen super zum Vorschein und runden das gesamte Klangbild optimal ab. Ich muss sagen, dass ich zu 90% den Immersive Audio Modus bewegt genutzt habe, einfach weil der Klang dadurch extrem räumlich wird und der Equalizer eben den Klang immer an meine Lautstärken anpasst. Natürlich könnt ihr auch im Nachhinein den Klang noch im Equalizer individuell anpassen, da gibt es auch schon so ein paar Voreinstellungen. Ich muss aber sagen, dass mir der Klang auch in den Grundeinstellungen schon sehr gut gefallen hat. Ein weiterer großer Vorteil der Bose QuietComfort Ultra ist für mich auf jeden Fall der Akku. Im ausgeschalteten Immersive Audio Modus bekommt ihr bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, wenn ihr den einschaltet bis zu 18 Stunden, das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall ordentlich Musik hören. Sind die Kopfhörer dann doch mal leer, könnt ihr sie in 3 Stunden vollständig aufladen. Benötigt ihr sie dann doch mal schneller, dann hat euch Bose eine kleine Schnellladefunktion spendiert, somit könnt ihr dann 2,5 Stunden Hörgenuss in nur 15 Minuten generieren. Für einige ist jetzt wahrscheinlich noch interessant, wie sich die Kopfhörer
Kopfhörer beim Telefonieren verhalten und dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass ich nie negatives Feedback bekommen habe, was ich aber auch ein bisschen komisch fände, weil Bose hier insgesamt 10 Mikros verbaut hat und damit sollte es auf jeden Fall ausreichen, um vernünftig zu telefonieren. Außerdem verstärkt Bose auch noch die eigene Stimme leicht, sodass man sich beim Telefonieren auch gut selbst hört. Fazit: Sind die Bose Quiet Comfort Ultra wirklich Ultra? Und ich würde sagen, definitiv. Für mich ist Immersive Audio einfach ein wirklich tolles Feature. Nicht nur für alle Musikliebhaber, sondern auch alle Serien-Junkies und Filmenthusiasten ist es ein wirkliches Highlight. Von daher, wenn ihr hier auf der Suche nach guten Over-Ear-Kopfhörern wart, dann seid ihr hier vielleicht fündig geworden. Ich kann definitiv eine Kaufempfehlung aussprechen. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video oder aber hier, da geht's zum letzten Video. Bis dahin, euer Technikmonk.